Hallo ihr Lieben, und wir stehen immer noch hier im Dinotal. Ja, und es ist schon wirklich richtig, richtig spät, ihr Lieben. Ich möchte mit euch gleich eine der gelben Aufgaben dort hinten machen, hier bei unserer Ingenieurin. Aber ich habe was gesehen, ihr Lieben, und zwar geht es um die Hexe und um Isendel. Das würde ich euch noch ganz gerne im Vorfeld vorlesen und anschließend die Geschichte des Kraters und des alten Aufzugs vielleicht. Das bauen wir jetzt hier einfach noch mit ein, weil ich nicht weiß, ob das einfach täglich wechselt. Und wir haben es kurz vor 12. Mal gucken. Isendel, die Zitadelle der Eishexe. Egal, was AAE sagt, so wissen wir beide, du und ich, dass es hier auf Jorvik Hexen gibt, oder Celine? Es sind nicht viele und einige von ihnen hat es für lange Zeit gegeben. Manche der Hexen haben die Fähigkeit, unnatürlich lange zu leben. Wir wissen vielleicht nicht, ob die Eishexe noch am Leben ist, aber es würde mich nicht im geringsten wundern. Aber ganz eindeutig ist die Zitadelle, die du im Nordosten des gefrorenen Talsees gefunden hast, ihre Wohnstätte, die Isendel genannt wird. Die Eishexe war im Mittelalter aktiv und sie war nicht immer boshaft. Du musst wissen, dass viele Hexen im Laufe ihres langen Lebens zwischen schwarzer und weißer Magie wechseln. Nur allzu oft verbittern sie und verzehren am Ende ihre eigene Seele in Einsamkeit und Bosheit und bleiben für immer in den dunklen Abgründen der schwarzen Magie. Wie auch immer, es gibt Andeutungen von Schilderungen aus dem Mittelalter, dass es Soul Rider und Druiden gab, die bei ihren Vorhaben Hilfe von dieser Eishexe bekommen haben, aber dass sie sich, warum auch immer, in das Tal des verborgenen Dinosauriers begeben hat, um ihre Träume zu suchen. Ah, hört sich irgendwie bekannt an. Aber ich bin mir sicher, dass wir von unterschiedlichen Dingen geträumt haben. Es gibt eine Legende über einen Soul Rider, der ihre Hilfe gesucht hat und sie deshalb in ihrer Wohnstätte Isendel im Tal des verborgenen Dinosauriers aufgesucht hat. Aber zu diesem Zeitpunkt war die Eishexe bereits boshaft und hat ihre Hilfe verweigert, hat sich in der alten Zitadelle eingeschlossen und sich vor allem Weltlichen verschlossen. Der Soul Rider entkam dem Zorn der Hexe mit bloßem Schrecken. Seitdem hat sie nie wieder wer besucht. Es gibt Berichte von einer Expedition 1883, die in die Nähe geführt haben soll. Es gibt nur Aufzeichnungen, dass sich die Expedition auf den Weg machte, aber es gibt keine Andeutungen, dass sie jemals zurückgekehrt ist. Ihr Schicksal bleibt nur Vermutungen überlassen. Isendel ist vermutlich ein ausgehöhlter Pfeiler aus Eis, einer der Pfeiler, die einst das Dach aus Eis über dem Krater gestützt haben. Trotzdem gibt es einige, die behaupten, dass er ein solides Innenleben aus Stein besitzt. Theoretisch kann es also ein Steinschloss im Inneren des Eises geben, aber niemand weiß darüber Bescheid. Ja, Leute, und das finde ich mal richtig spannend. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde diese Hintergrundgeschichten, ne? Und wir haben ja drauf gelauert. Ich habe euch ja versprochen, dass ich, sobald ich das hier sehe, das mit in mein Let's Play einbaue. Ne? Und für die, die es nicht interessiert, die können ein bisschen vorspulen. Irgendwann geht es ja weiter mit der Story da hinten. Die hänge ich auf jeden Fall hinten dran. Ja, und ich lese euch noch was vor. Und falls ihr euch wundert, warum ich mich jetzt hier so ein bisschen nasal anhöre, also ich spreche halt leicht durch die Nase, ich habe so ein bisschen mit Heuschnupfen und dergleichen zu tun und ja, es ist Frühling, Leute, es ist Frühling. Celine sieht man zwar nicht an, aber ne, mir hört man es an. So ist das halt, ne? Wie gesagt, manchmal ist es besser, manchmal ist es etwas schlechter. Deswegen klinge ich so. Egal. Ich störe mich nicht dran, ihr euch vielleicht auch nicht. So, das mit der Eishexe hatten wir und jetzt, ich weiß nicht, die Geschichte über den alten Aufzug und die Geschichte des Kraters, ob wir die schon mal hatten. Ich bin mir nicht sicher. Ich lese sie euch einfach nochmal vor. Na, und ich glaube, dann haben wir auch alles durch, weil das Ganze wiederholt sich ja. Und da das mit der Eishexe zusammen ist, glaube ich, hatten wir das noch nicht. Der alte Aufzug im südlichen Teil des Tales wurde errichtet, um es den Expeditionen zu erleichtern, in den Krater des Tales zu gelangen. Bis vor 100 Jahren war nämlich das ganze Tal hier von dickem Eis bedeckt. Einst, vielleicht vor 1000 Jahren oder mehr, war der gesamte Krater mit Wasser gefüllt und teilweise gefroren. Die gesamte Oberfläche war gefroren und als das Wasser eines Tages gesunken ist, hat es einen enormen Hohlraum hinterlassen. Ein gigantischer Saal mit einem kolossalen Dach aus Eis, das blau leuchtete, wenn das Sonnenlicht versuchte, seinen Weg hindurchzufinden. Gigantische Pfeiler aus Eis haben sich im See gebildet und stützten das Dach. Sogar heute gibt es noch einige der enormen Pfeiler. Es gibt sie hier und da im Tal,
in Form großer Säulen, die an Grabsteine aus Eis erinnern oder an Zeugen aus einer längst vergangenen Zeit. Das Eisdach, das aus dem See hervorging, war doch sehr instabil und war nicht von besonderem Interesse für die ankommenden Expeditionen. Hingegen war das, was sich unter dem gigantischen Eisdach befand, von weitaus größerem Interesse. Fossilien, kalter Stein und ein Dinosaurierskelett samt der Spur eines Asteroiden, der angeblich die Insel Jorvik erschaffen hat, gab es hier zu erforschen. Das wurde der Gegenstand wissenschaftlichen Interesses. Für die ankommenden Expeditionen wurde also dieser gigantische Aufzug konstruiert. Er wurde errichtet, um den Transport von Mannschaft, Pferden, Proviant und Ausrüstung zu erleichtern. Der Aufzug wurde mehrmals umgebaut. Während des 17. Jahrhunderts war es nur eine Rampe, aber danach gab es mehrere Umbauten. In den 1890er Jahren wurde der Aufzug komplett umgebaut und mit den besten Finessen und Funktionen der Ingenieurskunst um die Jahrhundertwende ausgestattet. 1910 hat er einen neuen, modernen Motor erhalten. Aber im Winter 1912, als der große Zusammenbruch kam, war plötzlich alles vorbei. Ja, Leute, wie gesagt, ich habe es euch jetzt hier einfach nochmal vorgelesen, ihr Lieben. Also ich fand das mit der Eishexe super. Naja, und das mit dem Aufzug, ich bin mir nicht sicher, wir haben ja immer so Bruchteile gehört. Fakt ist, die Aufgaben wiederholen sich. Und da wir das mit der Eishexe verpasst hatten, ich glaube, irgendwann geht es da wieder von vorne los. Da ist wieder so ein Tag Pause und dann geht das von vorne los. Das heißt, wir haben eigentlich die Hintergrundinfos hier oben im Dinotal alle durch. Deswegen widmen wir uns jetzt Ingenieurin Berzelius. Ne, und ich frage sie direkt mal, ob ihr schon was Neues eingefallen ist in Sachen unseres Franks hier, der da vorne steht, der gute Mann. Der steht ja immer noch da mit seinem Blitzschaden quasi. Ja, und wir gucken jetzt einfach mal. Hallo Celine, ich bin das Problem mit Franks Gebrechen noch einmal durchgegangen und bin auf eine Lösung gekommen. Schaut, schaut. Ja, dann wollen wir mal hören, ne? Mein Plan ist einfach genial, wenn ich das selbst so sagen darf. Frank wird garantiert wieder er selbst werden oder einen grausamen Tod sterben. Aber das Leben ist voller Risiken, wie mein Vater zu sagen pflegte. Wir müssen einfach die Daumen halten, dass es gut geht. Positiv denken, Celine. Oha, ja, das hört sich nicht gut an. Nicht, dass der Frank uns hier noch umkippt, ne? Wenn du dich erinnerst, so wurde Frank, naja, sagen wir einmal, zombifiziert, als der Blitz in seinen Kopf eingeschlagen hat. Die Lösung ist ebenso einfach wie logisch. Na, da bin ich ja jetzt mal echt gespannt hier. Und zombifiziert, das ist schon ein schönes Wort. So sehe ich das auch. Der sieht echt ein bisschen grün aus. Wir müssen sein Gehirn einer genauso starken elektrischen Entladung aussetzen. Jedoch muss der Strom in die andere Richtung fließen. Meine Theorie ist, wenn Franks Gehirn einem derartig umgewandelten Anti-Blitz ausgesetzt wird, wird er wieder in seinen Normalzustand zurückkehren. Klingt das nicht gut? Ja, du siehst skeptisch aus, Celine, aber du darfst mir gerne vertrauen. Ob ich diese Technik vorher schon einmal angewandt habe, fragst du dich? Nein, natürlich nicht. Der Witz ist doch, hier völlig neues Terrain zu betreten und mindestens einen, eventuell zwei Nobelpreise zu gewinnen. Nun genug der Fragen. Wir können das später diskutieren. Hier ist ein Blitzeinschlagsanalysator. Reite zu den Stellen, die ich auf deiner Karte markiert habe, und drücke auf den Knopf. Der Apparat wird die Umgebung analysieren und anzeigen, ob es sich um einen Platz handelt, an dem der Blitz zweimal eingeschlagen hat. Finde einen solchen Platz, Celine. Dann werde ich dir erklären, wie man einen solchen Blitz fängt. Viel Erfolg. Ja, ich glaube, das können wir jetzt auch gebrauchen. Ach du Schande, Leute. Ja, das ist natürlich der Hammer jetzt, was wir jetzt hier machen müssen. Wir müssen eine Stelle finden. Ihr seht sie hier eingezeichnet. Ich bin echt gespannt, was das jetzt hier noch gibt und wie lang das wird. Ja, und wir sind auch leider hier schon wieder, dadurch, dass ich die Vorgeschichten mitgelesen habe, sind wir hier eine Weile dabei. Ist egal, wir reiten jetzt erstmal hier runter. Oh je, oh je, oh je, Leute, das kann lustig werden. Wir gucken uns das einfach mal an. Ja, ne, das schauen wir doch mal. Oha. Ja, und mit ihm hier ist das ja hier immer so ein bisschen so eine Sache, ne, mit dem guten Firebird. Weil er ja nun nicht gerade der Schnellste ist. So, jetzt müssen wir hier die Stelle finden. Blitzeinschlagsdetektor. Ach so, die haben wir im Inventar. Moment. So, ihr Lieben. Zack, ja, wunderbar. Das hört sich ja toll an. Dieser Platz hier sieht nicht sehr vielversprechend aus. Ja, Leute, ich weiß es nicht. Wir gehen mal weiter. Wir gehen mal weiter. Was ist denn da hinten? Müssen wir jetzt hier noch springen? Oh,
Ich gehe mal, wisst ihr was? Ich gehe mal da vorne hin. Das sieht irgendwie verdächtig aus, oder nicht? Da ist das auch eingezeichnet. Hier vorne ist natürlich auch noch was, aber da können wir immer noch hingehen, weil hier die drei beieinander sind. Versuche ich jetzt erstmal hier mein Glück. Das sieht auch irgendwie gut aus. Wir gehen zum Schluss hier hin, würde ich sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das hier, weil das ist ein bisschen höher liegend. Und, ne? Wie war das noch mit dem Blitz? Er schlägt doch in die höchsten Stellen ein. War doch so. Von daher würde ich mal auf diesen Berg hier tippen. Na, und wie gesagt, verdächtigerweise haben wir hier drei Kringel auf unserer Karte. So, mein guter Geh, dir tut keiner was. Jetzt wollte hier mein Pferd nicht hoch. Ist es denn zu fassen? So, ja. Ne, die Maschine schlägt voll aus. Hier ist es perfekt. Wunderbar. Herrlich. Okay, dann müssen wir mal zurück. Und ich werde ein bisschen abkürzen hier, damit ihr das etwas kompakter habt. Na, also ich reite jetzt zurück und wir sehen uns bei der Frau Ingenieurin. So, oben sind wir schon mal wieder. Ja, man findet das ja ganz gut, ne? Normalerweise kürze ich hier nicht ab im Dinotal, ne? Ich versuche euch schon die Wege zu zeigen. Aber inzwischen kennt ihr euch ja hier sicherlich auch schon ein bisschen aus. Und dadurch, dass wir unsere Rennstation dort unten aufgebaut haben, hat man eigentlich eine gute Orientierung, wo es hochgeht. So, wir haben die Stelle gefunden, meine Liebe. Und nun? Gute Arbeit. Der Platz, den du gefunden hast, ist perfekt. Ja, da bin ich ja jetzt beruhigt. Ja, und jetzt, was sollen wir jetzt machen? Da haben wir einen Platz gefunden, von dem wir wissen, dass der Blitz so oft einschlagen wird, dass wir die Superbatterie mit Elektrizität aufladen können. Welche Superbatterie, fragst du dich? Die Superbatterie, die ich bei J-Bay bestellt habe. Die ist ganz fantastisch, Celine. Aha, bei J-Bay also. Okay, wir denken uns unser Teil wie immer, ihr Lieben, ne? Wir wissen, was gemeint ist und was hier auf die Schippe genommen wird. Sie hat nur 1000 Jorvik-Schillinge gekostet und ist effektiver als 20.000 Autobatterien. Noch nicht genug. Sie ist biologisch völlig abbaubar, hübsch designt und kann danach als eleganter Nachttisch im Schlafzimmer verwendet werden. Nachttisch, ihr Lieben, Nachttisch. Nicht Nachtisch, nicht zu verwechseln mit Nachtisch, der auch lecker wäre, aber wir meinen die Lampe. Hehe, unglaublich, was? Als ich das gelesen habe, musste ich sofort zuschlagen und zwei Stück davon kaufen. Übers Ohr gehauen? Wie meinst du das? Ha. Da sage ich jetzt nichts zu, meine Gute. Da sage ich jetzt nichts zu. Tja, du sagst, ich wurde übers Ohr gehauen, dass das nur ein Betrüger ist, der die Annonce geschaltet hat, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Gibt es wirklich Menschen, die so etwas machen? Das ist doch völlig unlogisch. Oh je, und wir haben hier so einige Schreibfehler, Leute. Das ist schon mal nicht richtig, aber wir sind hier nicht in der Schule, deswegen ich sage dazu einfach nichts. Oh nein, was machen wir nur? Hust, hust, räusper. Es scheint so, als ob Professor Einstein deine und Ingenieur Berzelius Aufmerksamkeit möchte. Okay, effektiver als 20.000 Autobatterien. Ah, Leute, jetzt mischt sich hier unsere Professorin noch einmal. Schauen, was sie jetzt dazu zu sagen hat, ihr Lieben. So, was gibt's denn, meine Gute? Es ließ sich nicht vermeiden, dass ich von euren Batterieproblemen gehört habe. Normalerweise lasse ich mich nicht von anderer Leute Arbeit behelligen. Aber wenn eine Kollegin einem solchen gemeinen Schwindel ausgesetzt ist, dann nehme ich das persönlich. Ingenieur Berzelius, ich bin schließlich eine unendlich längere Zeit als Sie hier gewesen, zumindest ein paar Tage. Und in dieser Zeit habe ich eine wichtige Entdeckung gemacht. Ein merkwürdiges Gestein, das kalter Stein genannt wird. Sie verstehen, der kalte Stein ist ein merkwürdiges Gestein mit besonderen Eigenschaften. Ohne die Proben genauer zu untersuchen, konnte ich feststellen, dass es ein erstaunliches Vermögen besitzt, Energie zu speichern. Kalter Stein wirkt auch sehr instabil zu sein. Je mehr Energie er enthält, desto empfindlicher wird er gegenüber äußeren Einflüssen. Was passiert, wenn er äußeren Einflüssen ausgesetzt wird, fragst du dich? Er explodiert natürlich. Mit gewaltiger Kraft, kann ich dir sagen. Na gut, genug der Ausführungen. Ihr müsst kalten Stein finden, der keine Energie enthält. Nennen wir ihn entladenen kalten Stein. Dieser entladene kalte Stein kann ohne Risiko transportiert werden und für den Bau einer Batterie verwendet werden. Verstehst du, Celine? Gut, gut. Merk dir nur, wenn kalter Stein geladen ist, dann ist er äußerst gefährlich. Geh vorsichtig damit um. Alles klar, Leute. So, wir müssen. Nein, jetzt müssen wir das echt suchen hier, oder wie sehe ich das? Wir schauen mal. Eine Batterie aus kaltem Stein? Genial.
Leute, ich weiß es nicht, ob das jetzt hier alles so super ist. Auf jeden Fall kriegen wir hier Schwung ohne Ende. Celine, du hast gehört, was Elsa Einstein gesagt hat. Such nach entladenem kalten Stein. Ich werde in der Zwischenzeit nach einem geeigneten Behälter für unsere eigene Superbatterie Ausschau halten. Viel Erfolg. Ja, Leute, ne, und wir gehen mal suchen und ich kann euch nur sagen, das sind alles Aufgaben, die ihr, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Sollen wir mal auf dem Weg bleiben? Ich habe keine Ahnung. Wir reiten mal hier hinten rum. Wie sieht das denn aus? Ist das unten? Ist das unten? Ich weiß es nicht. Ne, wir bleiben mal oben. Wir reiten mal hier den Weg lang und gehen dann hinten rum runter. Kommt man ja auch runter. Ich glaube, dass das hier oben am Weg irgendwo ist. Sieht so aus. Na, jetzt machen wir hier eine Kurve. Wir können ja notfalls hier runterspringen. Ja, und dadurch, dass Celine immer noch die gleichen Sachen anhat hier, ihr seht daran, das ist tatsächlich immer noch der gleiche Tag. Und Leute, jetzt wird's komisch. Jetzt weiß ich nämlich nicht. Ich glaube, wir müssen hier oben uns irgendwie ins Gebüsch schlagen. Ich hatte für einen Moment gedacht, ich bin falsch rumgeritten. Tja, Leute. Sieht nicht gut aus, oder? Moment, wir gehen da jetzt mal, wir gehen gucken. Wir gehen da jetzt runter. Oh je, oh je, oh je. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Also, es kann sein, dass wir jetzt total umständlich geritten sind, aber das sieht für mich so aus. Tja. Nee, das ist doch hier unten am See, ne? Das ist am See. Haha, ich habe es völlig falsch rumgemacht. Ist egal. Hier ist auf jeden Fall was eingezeichnet. So, seht ihr? Ja, ihr hättet jetzt anders reiten können. Ist egal. Ich glaube, ich bin etwas sehr kompliziert geritten nach und Firebird schafft wieder den Sprung nicht, ne? Nicht so schön. So, mal gucken, ob er hier rüber kommt. Da ist es, glaube ich, etwas schmaler. Ja, hier war schmaler. Ihr könnt natürlich runter, ihr könnt unten rumreiten. Ich bin jetzt den Weg entlang geritten, weil das ist wirklich, das ist manchmal so schlecht zu sehen. Ich habe sowieso manchmal Probleme mit den Augen, gebe ich ja zu. ich sehe das dann wirklich nicht unbedingt so super scharf. Ja, und von daher, ne, also ihr könnt es auch unten rum versuchen, dass ihr direkt runterreitet und dann hier quer über den See. Also Orientierung wäre ja jetzt hier dieses Dinosaurier-Skelett. Na, das ist ja definitiv nicht zu übersehen. Also man kommt hier auf verschiedene Art und Weisen hin. Ich habe es hier ein wenig abgekürzt. So, wir sammeln alles ein. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? Und dann da hinten in der Nähe unseres Hubschrauberlandeplatzes, da liegt auch noch was. Ja, ihr Lieben. So, oha. Ja, jetzt müssen wir wieder springen und kriegen es wieder nicht hin. Ach doch, diesmal hat es geklappt. Ist ja ein Ding. Ja, aber hier kommen wir nicht weiter, ne? Oh nein, Leute, was ist das denn für ein Murks? Oder war das da vorne? Oh, da kommt doch kein Mensch drüber. Ja, das ist natürlich schön. Da müssen wir wahrscheinlich ganz außen rum. Manchmal ist das hier schon so ein bisschen tricky, ne? Ach, wir gehen mal einfach darum. Das sieht doch gut aus. So. Ja, geh du mal schön weiter hier, mein Guter. Hopp. So. Ja, seht ihr, ich habe nichts. Zack, sind wir da wieder gelandet. Ach, wunderbar, ne? Und zack, stehen wir wieder hier oben. Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ja der Hit hier mit unseren Schlitterpartien, ne? Jo, jetzt hier vorne, da wo wir unser Gas hier haben, ihr erinnert euch an diese turbulente Szene. So, da war das letzte. Wunderbar, jetzt können wir wieder zurückgehen. So, dann sehen wir uns doch gleich oben wieder am Lager. So, wir haben alles. Wir haben alles gefunden. Wie viel entladenen kalten Stein hast du gefunden, Celine? Gut, das wird bestimmt reichen. Selbst habe ich diese alte Tasche hier gefunden. Das ist wohl nicht ganz das, woran ich gedacht habe. Aber es wird wohl funktionieren. Immer positiv denken. Ja, mache ich doch. Ich bin sowieso immer positiv. Ich versuche es zumindest. So, jetzt gehen hier zwei weitere Aufgaben auf. Oh je, oh je. So, nun kann es losgehen, Celine. Ja, ich sehe schon, das wird hier länger.
Um unsere selbstgebaute Superbatterie laden zu können, benötigen wir einen Blitzableiter, um die Blitze damit einzufangen. Ich weiß nicht so richtig, was das sein könnte, aber ich denke, wir müssen etwas improvisieren. Suche nach einem langen Metallgegenstand, der sowohl Orkanen als auch Blitzeinschlägen standhält. Wo du suchen sollst? Keine Ahnung, aber denk positiv, dann wird alles gut. Ja, Leute, da müssen wir gleich was suchen. Da gehen wir gleich mal gucken, was sie noch hat. Vielleicht ist das eine Richtung. So. Wir benötigen zwei Leiter, die die Elektrizität vom Blitzableiter zur Batterie leiten. Die Leiter müssen starken elektrischen Strömen standhalten und nicht gleich nachgeben. Ich kann sehen, dass du dich wunderst, wo man so etwas finden kann, Celine. Keine Sorge, ich weiß genau, wie du vorgehen musst. Verwende deine Fantasie und denke positiv, dann wird alles gut. Viel Erfolg und komm zurück, wenn du zwei Leiter gefunden hast. Gut, okay, dann wollen wir mal schauen. Die Leiter, die sind wahrscheinlich da. Wir gucken mal da hinten. So, da glitzert nämlich irgendwas Schönes. So, dann gucken wir mal. Das sieht doch schon mal gut aus. Wir haben eine Wäscheleine gefunden. Tja, und dann müssen wir wahrscheinlich... Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich schätze, wir müssen da vorne mal hin. So. Wir müssen da hinten runter. Gucken wir doch mal da. Ja, das war auf jeden Fall die richtige Richtung, ihr Lieben. Haha, ich war mir jetzt echt nicht sicher. Also das täuscht wirklich auf dieser Minimap. Ich konnte natürlich auch die Karte immer direkt einblenden. Mache ich aber nicht. So. Wir werden sehen. Wir kriegen das auch so hin. So, jetzt sind wir ja auch fast schon am Aufzug und hier irgendwo muss es sein. Tja, wie gesagt, ich muss die Wege ein wenig abkürzen, ihr Lieben, denn da scheint eine längere Aufgabe zu werden und ich will euch nicht total überstrapazieren, deswegen, ich möchte das ein bisschen kompakter gestalten. Ihr kennt euch ja hier auch schon etwas besser aus, ne? Wenn ihr wirklich ähnlich gespielt habt wie ich, dann seid ihr ja hier doch schon rumgekommen und von daher, ne? Kriegen wir das auch irgendwie hin. So, jetzt vielleicht ist das hier am Häuschen. Was ist das denn? Das ist im Häuschen. Im Häuschen, ihr Lieben. Können wir da mit unserem Pferd reinkommen? Jo, Tatsache. Ist doch klasse. So, gucken wir mal. Jawohl, die Abdeckung haben wir gefunden und wir finden ein langes Stahlseil. Oje, oje. Heuwegelchen, Mensch. Versprecher. Ja, wir müssen erstmal wieder zurück zum Lager. So, hier steht die Gute wieder, aber die lassen wir jetzt links liegen. Und jetzt geht's hinunter zu dem See. Wir werden jetzt so rumreiten. Hab ich mir jetzt überlegt. Jetzt reiten wir so rum und halten uns Pi mal Auge da hinten in diese Richtung. Einfach geradeaus werden wir jetzt reiten und schauen, wo wir da hinkommen. Weil wir müssen ja noch etwas suchen. So, mal gucken, wo wir das jetzt finden. Müssen wir wahrscheinlich wieder halsbrecherisch über die Gräben da hinten. Und Firebird ist auch total bummelig, ne? Ist das nicht der Hammer? Der ist so langsam. Ja. So, aber da haben wir es gefunden. Da ist schon alles. Das ist nämlich hier bei dem Hubschrauberabsturzplatz. Zack. Lang und aus Metall. Das sollte wohl funktionieren. Ja. Gut, wir gucken einfach mal. Wir geben das jetzt einfach der guten Frau und dann mal sehen, was sie dazu sagt, ne? So. Wir haben alles gefunden, meine Gute. Ein Teil des Helikopterrotors? Warum nicht? Das wird ausgezeichnet. Ja, dann bin ich ja beruhigt. Ein Aufzugsseil und eine Wäscheleine? Tja, warum nicht? Die sind perfekt. Das kann ich fühlen. Ja, dann ist ja gut. Ja, und ihr seht, ne, wir haben hier immer noch unseren Ruf. Müssen wir noch vollkriegen bei der guten, ne, Elsa Einstein. Also, aber wir sind ja hier bei dieser Wahnsinnsaufgabe und machen hier erstmal weiter. Okay, Celine, das funktioniert ja ganz wunderbar hier. Ja, schön. Der nächste Schritt ist eigentlich total lebensgefährlich, aber ich habe das Gefühl, dass es wunderbar funktionieren wird. Einfach positiv denken und es wird nichts Schlimmes passieren. Schau nicht so besorgt aus, Celine. Ich werde erklären, was du zu tun hast. Hier ist meine neueste Erfindung, die Blitzfangmaschine.
Mit diesem tollen Gerät hier fängt man Blitze. Reite zu dem Blitzeinschlagsplatz, den du vorher gefunden hast, und stelle die Maschine dorthin. Danach schließt du alle Teile an, die du gesammelt hast. Es ist wichtig, dass du alles in der richtigen Reihenfolge montierst, sonst kann das richtig böse enden. Explosionen, Blut, Tod und so weiter mögen wir hier nicht so besonders gerne. Denk einfach nicht daran, Celine. Denk einfach nicht daran und alles wird gut werden. Als erstes schließt du die Batterie an. Dann den Blitzableiter. Und zum Schluss fixierst du die Kabel zwischen der Batterie und dem Blitzableiter. Gar nicht so schwer, was? Wiederhole mit mir, Celine. Batterie, Blitzableiter, Kabel, Batterie, Blitzableiter, Kabel. Ach du Schande, so nein, ich krieg eine Krise. Habt ihr das gesehen? Ich denke schon, wer trötet denn da los? Igor. Wir haben Igor erlebt, Leute. Igor, wie er in sein Birkenhorn bläst. Ich krieg eine Krise, ich muss hier weg. Ihr, glaube ich, auch. Ihr kriegt sonst noch zu viel. Ich habe schon gedacht, was labert denn da im Hintergrund? Und trötet auch noch. Unser Igor, richtig, der macht ja auch Musik. Das wird wie am Schnürchen laufen, Celine. Ja, ich hoffe, weil so lange will ich hier mit Igor und ihr eigentlich nicht stehen. Warum es zwei Kabel sind, fragst du dich? Was für ein Glück, dass du das gefragt hast. Es ist äußerst wichtig, dass du zuerst das Aufzugseil montierst und dann die Wäscheleine. Ansonsten wird es garantiert eine Explosion geben. Ich habe die Batterie auf diese Art und Weise konstruiert. Aber wir wiederholen nochmals. Batterie, Blitzableiter, Aufzugseil, Wäscheleine, Batterie, Blitzableiter, Aufzugseil, Wäscheleine. Wenn du alles montiert hast, müssen wir nur auf ein Gewitter warten. Fange 5 Blitze und ziehe die Leiter anschließend aus der Batterie. Wenn du mehr als 5 Blitze fängst, wird es ein klitzekleines Unglück geben. Explosion, Blut, Tod und so weiter. Das, was wir vorher besprochen haben. Celine, mach nicht so ein Gesicht. Positiv denken. Komm zurück, wenn du eine vollgeladene Batterie hast. Dann können wir den alten Frank wieder zum Leben erwecken. Ja, Leute, und das wird witzig. Das wird total witzig. So, ich habe versucht, mir den ganzen Fall zu merken. Wir reiten jetzt dahin zu unserem Berg. Oh je, Leute. Wir reiten zu unserem Berg und ich kürze das jetzt hier wieder ab. Ne? Ihr wisst ja, wo der Berg ist. Wir haben den ja jetzt schon gefunden, ne? Unseren perfekten Platz. Und dann sehen wir uns oben auf dem Gipfel und schauen mal, ob uns das gelingt, was die gute Frau uns hier aufgetragen hat. Ne? So, Leute, hier sind wir. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, müssen wir jetzt absteigen? Ich würde mal sagen, ich steige jetzt einfach mal runter. Zack. Und ihr seht, wie klein Celine ist, wenn sie jetzt hier neben Firebird steht. Das ist schon der Hammer, ne? Ja, Fridolin, komm du mal lieber mit oder bleib mal besser weg. Ich weiß es nicht. So, jetzt gucken wir uns das Ganze jetzt mal hier an. Ja, ne? Was ist das denn jetzt hier? Blitzfangmaschine. Blitzfangmaschine. Ja, da ist sie doch. Die haben wir jetzt aufgestellt. Wie ist die jetzt fertig? Platzierung der Blitzfangmaschine. Was soll ich jetzt machen? So. Du hast die Blitzfangmaschine platziert. Der nächste Schritt ist, alles zu verbinden. Ja, würde ich gerne machen, ihr Lieben. Wo sind denn meine Sachen hier? Ich habe überhaupt nichts. Ja, ich guck da, klick da nochmal drauf. Die Blitzfangmaschine ist montiert. Nun musst du nur Blitzableiter, Batterie und alles andere in der richtigen Reihenfolge montieren. Du wiederholst nochmals, was Ingenieur Berzelius gesagt hat. Batterie, Blitzableiter, Aufzugskabel, Wäscheleine. Viel Erfolg. Ja. Ja, ich soll das montieren. Ach, jetzt kriegen wir die ganzen Sachen. Okay. So, dann schauen wir doch mal. Dann wollen wir jetzt mal. Oha. Ja, und hier kommt die leere Batterie hin, Leute. Mein Pferd steht vollkommen im Weg. Ich weiß nicht, ob das so gut ist hier, mein lieber Firebird. Ich glaube, du gehst jetzt einfach mal zurück. Nee, du gehst zurück. So, pass auf, mein Freund. Rückwärts. Macht er das nicht? Ja, dann komm vorwärts. Ist auch egal. Auf jeden Fall kommst du mir hier aus der Schusslinie. Du kannst dir da unten die Landschaft angucken. So, bitteschön. Das ist mir jetzt hier zu riskant, wenn der Gute hier im Weg steht und wir sehen nichts. So, jetzt das hätten wir schon mal. Wir hätten die Batterie platziert. Jetzt brauchen wir noch den Blitzableiter. Der wird wahrscheinlich da oben sein. Das war ja jetzt hier ein schwieriger Fall, ne? Aber ist ja klar, wenn er im Weg steht und Celine verschwindet direkt, die gibt alles hier. Die verschwindet direkt mitten in diesem Gesteinsdingens, Gedöns da, ne? So, was brauchen wir als nächstes? Wir brauchen das
Aufzugseil. Das hatte ich hier hinten gesehen. Jo. Nehmen wir mal das Aufzug. Moment mal. Das ist das Aufzugseil und das ist. Aha, alles klar. Das ist das. Nehmen wir das Aufzugseil. Und dann brauchen wir noch die Wäscheleine. Die Wäscheleine. Wunderbar. So, wir haben es jetzt erledigt. Sehr schön. Mal gucken, ob das auch wirklich geklappt hat. Du hast die Blitzfangmaschine zusammengebaut. Nun musst du nur auf ein richtiges Unwetter warten. Ja. So, und jetzt haben wir hier ein Zeitsymbol, ihr Lieben. Darüber bin ich verdammt froh. Darüber bin ich verdammt froh, denn das war ja hier doch ein bisschen langwierig. Ja, ihr Lieben. In diesem Sinne, ich verabschiede mich an dieser Stelle einfach von euch. Passt natürlich auf, dass ich nicht noch auf Fridolin trete. Der sitzt schon wieder unten ganz gefährlich dicht am rechten Hinterhof von Firebird. Na, und wir sehen zu, dass wir jetzt hier einfach gleich mal Land gewinnen, dass wir einfach nach Hause reiten, denn es ist wirklich schon der Morgen graut, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Es ist auf jeden Fall nach Mitternacht. Ich habe das mitten in der Nacht hier aufgenommen, diese Folge. Ich wünsche euch aber trotzdem, ihr habt es ja sehr früh morgens, ich wünsche euch für heute auf jeden Fall einen schönen Tag, ihr Lieben. Und wir werden natürlich morgen weitermachen. Dadurch, dass ich das jetzt im Voraus filme, ne, werdet ihr auf jeden Fall am nächsten Tag die Folgequest auch haben. Ne, denn das kann man dann sicher so einteilen. Bis dann, ihr Lieben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr seid jetzt um einiges schlauer, auch was die Hexe aus Isendel betrifft. Und ja, jetzt wissen wir wenigstens alle, was eine Blitzfangmaschine ist. Und ich bin gespannt, ob der Plan aufgeht mit unserem Frank. Bis denne, ihr Lieben. Tschüss.